So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hades. Beim letzten Mal sind wir gestorben und der Prinz der Unterwelt hat uns begrüßt. Sind wir nicht die Prinzessin der Unterwelt? Ist es mein Ehemann? Wer bist du? Warum redest du mit uns, nachdem wir gestorben sind? Moments of Doom. You're Lord Moros, emissary of the three fates. So your sisters heard me after all. Ah, ja, wir haben ja versucht, die Mäuerin zu erreichen. They expected me to find you, for there's something they intend for you to have. Wherever you're going, look for it when you arrive. I'm uncertain if we'll meet again. Farewell. It's been an honor. Die Schicksalsliste. Okay. Das war doch ein guter Cliffhanger hier. Zwischen den Folgen. He's gone. Was nicht ein schöner Cliffhanger war, einfach so instant gelöscht zu werden, nachdem der Run so spaßig war. I just met Doom incarnate, Phrynos. I'm not sure I should be excited about that. You're always here for me. Quark. Sehr schön. Ja, beim letzten Mal haben wir ein paar Runs gemacht, bisschen Zeug gemacht, bisschen Leute getroffen, wie immer, dies, das. Eris ist irgendwie nicht mehr aufgetaucht, obwohl sie nach zwei, dreimal genervt sein sollte und gehen sollte. Vielleicht ist sie erst weiter hinten drin oder so. Und ich hätte echt gerne meinen Run weitergemacht. Der wurde da... Oh, zu viel Damage, wie man kriegt. Furchtbar. Hallo. Hail, Spirit. Who summons me? Ever think maybe we're just not cut out for this, Mel? Me with the haunting, you with the... What are you trying to do again? Hallo, jetzt red mich nicht runter. Find the Titan of Time. Punish him for his crimes against my family. Restore the rightful ruler of the Underworld. Hey, you're cut out for haunting, Dora. Oh, thanks. Just like I'm sure you're cut out for all that other stuff. Danke, Dora. Is that? Oh, das habe ich in die Zukunft blicken. This is from the Three Fates. Ein Geschenk der drei Schicksalsgöttinnen. Die Töchter des Todesgottes wird die Schlüsselklinge Limbo's Silberbecken ziehen. Prophecy haben wir gemacht. Ah, ach so, das sind Quests, so gesehen, aber Prophezeiungen. Die Tochter des Todesgottes wird in der Nacht in der tiefsten Tiefen der Unterwelt hinabsteigen und den Feind, der sie dort erwartet, bezwingen. Bezwinge den Hüter des Tartaros. Die Tochter des Totengottes wird die Verbündeten der Verborgenen wieder treffen, die ihr Geheimnis vor dem Rest der Olympianer bewahrt haben. Trifft die Jägerin, trifft den Boten. Fünf Geschenke machen. Wissen auf 14 steigern. Alle Werkzeuge herstellen. 40 solche Asche kriege ich dafür. Cool. Okay, Questtafel unlocked. Schön. Kessel hat auch neue Sachen. Ah, du bist wieder da. Hallo. The fates indulged you after all. That is their scroll beside your tent. It followed you out of the shadows. Perhaps it can provide some answers. Would that it does. The fated list has tasked me with ensuring certain minor prophecies are fulfilled. Though says little else as yet. Nebenprophezeiungen. Ey, ich habe noch nie einen schöneren Begriff für Nebenquests gehört. May it reward your efforts at least. But do not expect the fates to always favor you. The bane of our enemy is not necessarily our friend. Die Mäuren sind neutral. The arms of night seek something more from me. So, was will der Kessel? Der will ein bisschen Kolkstein? Habe ich zwei? Nee, ich habe drei. Jede Nacht verfügt eine zufällige Primärwaffe über Grabesdurst, der dir beim Verlassen eines Gebiets Knochen gewährt. Knochen grindet. Erschaffe zwei Beete, in denen du Nachtschatten und andere Pflanzen kultivieren kannst, gewährt dir einen Nachtschattensamen. Okay. By light of moon, together, let us shape reality. Pow. Farming Simulator. Yo. Und eine Waffe gibt extra Knochen. If time cannot be stopped, then we shall see. If spill my blood I must, so mote it be. Schöner Reim. So mote it be. So mote it be. An incantation that can help. So, hast du irgendwas Nettes? Du könntest noch einen Nektar. Ja, gib mal her. Oh. Take care then. Später, glaube ich. Was war das dritte überhaupt? Schicksalsgewebe. Vielleicht sollte ich das mal holen. Das klingt irgendwie wichtig. Ich spar mal.
Can't believe sucking up to the fates actually worked. That big scroll over there, that's really from them. Ja. Personally delivered by Lord Morris, no less. He seemed a little pressed for time, so we didn't get to talk much. Are the two of you close? We're children of Nyx. None of us are close. But we crossed paths. When certain mortals get what they deserve, it involves us both. I can only imagine. Okay, ja, nee. Odysseus out checking on reports. Hallo, wo ist Odysseus? Weg. Pflanzen hier, Nachtschattensamen. Wächst zu einer giftigen Pflanze heran. Yo! You'll flourish here. Was mit dir? Grüßen. Moonlight guide you, Shades. Und hier ist noch irgendwie. Homer hat was zu sagen. The darkly splendorous Melinoe attends a certain thicket of the crossroads whenever she requires time to think and plan. Time is against us. Ich hasse Zeit. Kann ich den Hund hier eigentlich öfter streicheln? How fair my favorite hound and polecat friends? Scheinbar ja. Okay, haben wir noch ein neues Gimmick für jeden Tod freigeschaltet. Ist aber nur für die Hub-Unterhaltungen hier. Die Runs sind egal. Okidoki, I have this. Kann ich... Ja, 38 Stück haben wir. Ein extra Tod wäre ganz nett. Du beginnst die Nacht mit plus ein Schicksals... Alslos. Schicksal... Warte. Schicksalslos. Danke. Je nachdem, welche Arcana du aktiviert hast, kannst du hiermit verschiedene Zufallsoptionen ändern. Um die Gebietsbelohnung zu ändern, also so ein Reroll. Ah, da steht ja auch eine Hand dran. 3, 4, 5. Mehr Crit. Ja, holen wir uns mal die Todesverachtung. Eternity. Dein Arcana kann nicht aktiviert werden, weil die Macht deines aktuellen Wissens übersteigt. Ja, level dein Wissen. Wrong. Das ist was für null. Lass mich mal drauf gehen. Du erhältst alle 5 Gebiete einen Bonus von plus 3 Leben und 3 Ding. Erwachen, aktiviere Arcana mit Kosten. Mit Handkosten von 1 bis 5. Das kostet eine Glut, aber das ist ja so ein per... Oh, das ist ein richtig gutes Upgrade. Da fehlen 5 Punkte. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Asche und dann kann ich mir einfach hier mehr Leben und mehr Mana holen. Einfach alle paar Sachen. Und die kann ich einfach einstellen, wie stark die ist oder sowas. Oder was auch immer Erwachen ist. Beginnst die Nacht mit 200 Geld. Och, auch nett. Ja, ich würde auch die gerne holen, einfach um zu sehen, was da noch so daneben kommt. Aber nee. Ich würde mir erstmal... Huch, was ist das denn? My keepsakes. Ah. That heirloom storage case over there. Ah, das sind die Geschenke, die ich habe. Beutel voll Gold. Du behältst einmal pro Nacht plus 100 Geld. Bestehe 25 Begegnungen, um den nächsthöheren Rang zu erreichen. Naja, ich muss die aber oft genug treffen, die Leute. Nee, aber bestehe Begegnungen, also Räume schaffen. Okay, okay. Bei 30 oder weniger gleich dann den kritischen... Ja, dann nehmen wir den Ring mit Cash Money. Okay. Oder kann man mehrere ausrüsten? Nee. Okay, aber für... Mein Gott, gibt es da viele Leute, die mit denen wir uns anfreunden können. Kann ich dir auch Nektar schenken? Ja, könnte ich. Ach, guck mal, und da sehen wir, der ist verzaubert, der gibt Boni. Aber ich bleib bei den Dolchen. Ich will noch eine Dolchrunde, tatsächlich. Aber mit dir reden. There's something up with those nocturnal arms of yours. A certain aura that's surrounding one of them. Ja, Grabesdurst. I expected there was more to the connection between Knight's weapons and the dead. No wonder you can see it too. Come now, not like I need eyes on the back of my cranium, but I can feel it in my bones. Want more bones yourself, just use a weapon with the thirst. Whenever possible. Okay, ja, wenn ich mal mehr Knochen brauche. Ich brauche immer mehr Knochen, aber ich werde erst mal gucken wegen dem Werkzeug und so. Da brauche ich auch noch eine Glut mehr. Und da brauche ich mehr Silber. Und hier? Tafel des Friedens, Silberspaten. Genau, da kann ich für mein Feld Sachen ausgraben und da kann ich dieses Geister beruhigen. Und dann kriege ich mehr Psyche. Ja, das brauche ich alles noch nicht. Ich will erstmal mehr Silber sammeln.
Erstmal die Silbersache abschließen und dann kann ich das nächste Werkzeug mitschleppen. Auf! Ein weiteres Abenteuer. Zeus? The King of the Gods must have his hands full recently. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Ah, young lady, so we meet at last. Emerge from all that gloom to help us settle an old score. If you possess your father's strength, then we have the advantage. Let us strike. Schöne Goldnippel, der Herr. Deine Angriffe bewirken Entladung. Wenn betroffene Gegner binnen 3 Sekunden Schaden erleiden, werden sie vom Blitz getroffen. 120 Schaden erleiden. Okay. Himmelsschlag stackt einfach dann wahrscheinlich krass hoch. Deine Spezialitäten machen Entladung. Dein Bannkreis bewirkt außerdem, dass jeweils ein Gegner in seinem Wirkungsbereich wiederholt vom Blitz getroffen wird. So, machen wir aber mal Schlag. Macht. Lord Uncle's Titan Killing Strength. Schauen wir mal, ob das irgendwas nützt. Wirkt aber nicht so gut tatsächlich. Ich will es eigentlich schon gar nicht haben. Jetzt ist es dabei, was will man machen? Vielleicht schaffen wir wieder 2 Runs die Folge. So. Schön die alle wegkloppen. Schönes Erz mitnehmen. Das mitnehmen. Ein Pilz. Der ist neu. Vielleicht kann ich den jetzt anpflanzen. Und nächster Raum. Mehr Leben. Ich habe diesmal auch gar keine Rüstung bekommen. Ah, ich habe die Wolken da gesehen. Meine Angriffe sehen immerhin cool aus mit dem Blitzzeug. Ah, der wurde vom Blitz getroffen. Für so Single-Target kann es ganz geil sein. Besonders mit einem Teleport oder so. Ja, komm her, Zeus. Gib mir mal dein ganzes Zeug. Ich nehme das Zeus-Starter-Paket gerne an. Ja, dann halt so. Ich muss nicht zu euch rangehen. Dumme Rüstung. Ich werde aber mit jedem Run schlechter. Spezialitätenwirkung lang. Dein Sprint bewirkt, dass nahe Gegner vom Blitz getroffen. Jeder Blitz verbraucht 3 Mana. Wenn eine Entladung aktiviert wird, sendet der Gegner einen Kettenblitz aus. Das ist halt eine Kombo mit meinem Angriff gerade. Okay. Electric. Ist das nicht ein Pokémon? Kann ich dich einmal hauen und dann mit so einem Zauber genug Schaden? Nee, die haben noch nicht genug Leben. Das Zeus-Zeug kann sich aber nicht mal aktivieren hier. Hört auf, mich zu verfolgen. Danke. Natürlich ist er irgendwie so ein kleiner Dude mit dem Schild. Ah, da war der Kettenblitz. Cool. Schön, ihn mal zu sehen. Avonito Miniboss, ja, oh ja. Auch wenn wir schon ein bisschen Bonusgold haben. Ach, der. Hat der schon sich ausgebogen? Ich hab's nicht mal gesehen. Das ist so absurd. Ich komme zu gar nichts, weil ich mich so konzentrieren muss, da mich mitzudrehen in diesen Angriffen. Okay, jetzt können wir. Uhu. Ah, funny. So, you're the star student of Great Hecate. A little birdie told me she'd been training up a real prodigy. Imagine my surprise when it turned out to be the missing princess of the underworld. How positively scandalous. Wieso, war ich jetzt missing oder wusste keiner von mir? Kann sich auch keiner entscheiden. Oh, Aphrodite ist sehr glücklich. Oh mein Gott, ich muss nur 60% von meinem Leben haben, um voll geheilt zu werden. Das ist halt, oh. Ja.
Ich mag dein Schönheitsritual. Da fühle ich mich wirklich schön mit. Eieiei, jetzt werde ich nur ein bisschen mehr als die Hälfte vom Leben. Ich wünschte, ich hätte noch mein anderes Zeug. Sieht zwar aus, als könnte ich mich wehren, aber irgendwie kann ich mich nicht so wehren. Ja, genau. Weil da mehr als ein Gegner ist, habe ich schon einfach direkt keinen Fokus mehr. Oh nein, jetzt nicht schon wieder die kleinen Viecher. Konzentriere mich jetzt mehr auf die und klopp die einfach immer weg, bevor die ihr Spin-Zeug machen. Dankeschön. Moment. Oh, sehr glücklich über meinen Lichtstrahl, der mich wohin führt. Der Doom. Ich bin noch so viel Zeug frei. Oh, jetzt war das so. Das ist eine sehr angenehme Technik für so einen Raum voller Viecher. Und schon kommen 10 schlimmere Viecher. Oh, kein Mana mehr. Jupp, der ging klar, der Raum. Some tracking skill, I must admit. She's gone so often, I figured she was merely lollygagging with her woodland friends again. Ja, darfst du doch, weil sie Spaß hat, hallo? Ich nehme ein Schild. Ja, das, also die Mana-Chance ist auch geil, aber ich nehme aber ein Schild. Ich gehe gerade eh nicht auf Zauber in dem Run. Bisher. Gratis Nektar? Gratis Nektar ist halt sehr verlockend. Das andere brauche ich halt dringend, um stärker zu werden. Ein Nektar kann ich später grinden. Okay. Instantly scared einfach von dem Raum. Das war der sogenannte Kettenblitz. Und der hat so weit geschlagen, der Gegner. Mann, was passiert hier? Der hat einen Gegner diese Schüsse aufgeladen und deswegen hatte ich da 5 Treffer nacheinander. Die schießen ja gefühlt mit jedem Mal, wenn ich die treffe, einfach 10 Schüsse mehr. Und ganz nett auch Gegner so fest zu fesseln damit. Peng, pow, zack, 10 Stück, dankeschön. Und, ja, beim letzten Mal haben wir Narziss Typen gefunden. Was nehmen wir jetzt? Ach, hier ist auch die Spoody. Okay, verstehe. You've grown so tired flying to and fro. The intricately woven spider silk ensconcing the environs of one gloom-filled recess within Erebus. Rivals in quality, even the weavings of the gods themselves. Götter-Anime-Spinne. Ich kann ja auch was schenken. Na klar, hab ja einen noch dabei. Each time Spider friends. Erebus, it's comforting to know I may run into you along the way. Here's something for your lovely lair. Oh, why this is very sweet. It should attract a host of flies, I think. So thank you very, very much. Now won't you please take this? It's only fair. Seidene Schärpe. Und reden. Arachne, the outfit you wove for me was so beautiful. I'm sorry to say I got into a bit of a scrape or two, and I'm afraid it didn't survive. Oh, that's quite all right, silly. It wasn't made to last. What is? It was made to be in the moment with you. Now here, I've plenty more. Okay, aber was, wenn ich ein permanentes Gewand will? Also wenn du ein lila Gewand hast oder so? 5 Mana pro Sekunde, beim Verlassen eines Gebiets 2 Leben bekommen. Und ein Gewand mit sehr wenig Leben, wo ich pro Gebiet 5 Geld bekomme. Also, ich muss sagen, das erste klingt so viel besser als die anderen. Moment. Mikro kurz richten und alles, so. Ja, aber 5 Mana pro Sekunde ist so viel besser als einfach 5 Gold? 5 Gold klingt wie gar nichts. Aber es ist Mondlichtfarben. Ja, sind wir mal Azurblau. Nee, ich nehme Mondlicht, weil es so kacke klingt. Ja, so sind wir weiß gedrippt. Ist da irgendwas drin in den
Dingern oder warum glitzern die? Das irritiert mich noch. Ich habe die extra mal stehen lassen, weil ich dachte, vielleicht ist sie da, dankt sie mir dann oder so, aber war dir komplett egal. Grüßen können wir noch. Peace, Arachne. You're awfully polite. Ja, klar. Bei dir muss ja auch mein ganzes Geld gleich wieder verlieren. Mein ganzes alles. Da fühlt sich das gefühlt an. Mein Gott, habe ich wenig Mana. Nee. Würde ja gerne den Baum in alle Gegner reinschlagen, aber... Da war nur einer. Wow. Hat's getroffen? Ja. Wenigstens der Plan hat funktioniert. Okay, ich dachte, der hüpft da rein, aber ist aber irgendwie stehen geblieben. Und diese Kugelblitze oder Kettenblitze gehen auch nicht auf das richtige Ziel. Bisher. Mond bringt mir gar nichts. Wir haben Minus-Mana. Da gehen wir shoppen. Der gute Herr Charon, der hat immer nette Sachen für mich. Aber ich muss noch herausfinden, was es bringt, öfter Geschenke zu verschenken. Nicht jetzt, aber generell. This should help. You have a real understanding with that boatman, haven't you? He's such a solitary soul. Rugged, tall, powerfully built. Aphrodite, nein. Jedes Mal, wenn du 30 Mana verbrauchst, erzeugst du einen Herzensdieb. Was ist ein Herzensdieb? Ein explosives Geschoss, das dich umkreist. Damit kann ich Gegner schwächen mit meinem Bannkreis. Ja, ich nehme mal meinen Herzensbrecher mit. Und mehr Mana. So. Muss mein Mana langsam wieder pushen. Oh, du willst sogar mit mir reden. I met one of your brothers, Lord Charon. It was Moros. He delivered to me a certain artifact, but then was gone. Do you know of the fated list? Oh. It's been in my family's care before. So, what of Moros? Where could he have gone in all of this? Perhaps I can locate him again. Ja, erstmal müssen wir wieder von unserer Mentorin vermöbelt werden. 5 Geld, yo! 5 Geld wirkt zu wenig. 10? Ja, vielleicht. Lim and Oros. So, the Sister Blades availed themselves, do you? The other nocturnal arms shall follow their lead, I expect. Ja, klar. Nix entrusted them to you to safeguard the realm as a last resort. But this cannot possibly be how they were meant to be used. And why ever not? To safeguard the realm, you shall have to clear a wide variety of obstacles standing in your way. I am but one. Wie Kampfmusik denn immer anfängt? Habe ich irgendwelche coolen Moves für unser Battle? Ich wollte gerade fragen, warum hat die einen riesigen Pilz auf einmal auf dem Kopf, aber, ja. Na, dachte ich mir. Bisschen Kloppe hier, bisschen Kloppe da. Mana will ich verbrauchen, hieß es, ne? Ja. In diesem Herz, was 240 Schaden macht. Bin ich irgendwie schneller gewesen? Sind es die 20% schneller sprinten? Ich komme mir vor wie 100%. Hier ist die rechte. Nee, danke. Ich könnte in sie rein teleportieren, aber ich kann auch einfach warten. Ja, angenehmer. Nochmal.
Liebt aber ihren Drehenangriff. Sagt die Person, die 400 Mal den Teleport reinspammt. Kann ich das am Baum abprallen lassen? Gute Frage. Lalalala. Oh. Aua. Mein Kleid geht kaputt! Was zum Fick? Kämpfen wir wieder? Oh ja, schön. Gaming. Okay, und weg. Ich wollte zu ihr hindashen. Ich weiß nicht, wo ich hingedasht bin. Der Angriff in Phase 3 ist mein Favorite einfach. So viel Free Damage. Okay. Prüfung bestanden. You have survived against me. And for that, you owed a gift. Ein Geschenk? May you learn well through it, Malinoy. Mach ich doch klar, gerne. The Book of Shadows. Das Buch der Schatten. Outlasted her. Huch, woher kommt das Menü? Melinoe. Du weißt alles über dich, vor allem, dass du schwach bist. Die Verborgenen. Gibt noch mehr zu lernen. Die anderen. Skilla. Flüsterer, Spindel, Wiekliegerer. Ah ja, jetzt kommen wir mit so einem Kompendium. Ah. Gib mir meine Glut. Kleid einfach kaputt gemacht. Bist du eine? Es sieht aus, als hätte ich so gar keine Abilities aktiv, aber wir haben halt diese zwei epischen Dinger da. Gibt es hier auch einen Legendär? Bestimmt. Also, uns geht's gut. So. Pilzi. Ach, Kronos, was machst du denn schon wieder hier? You have returned. Or lost your way, perhaps. In those interminable passageways beyond. Als ob Kronos einfach so aussieht wie so, keine Ahnung, neuer CEO von Apple. I know where I'm going. Whom do I address? And what are you doing here yourself in such a place? My name and business are not your concern. Is that not what you said? Ah, the impertinence of the youth of this age. Okay. Wait. Kannst du aufhören, jedes Mal, nachdem man weg ist, nochmal Wait zu sagen? Hast du das schon mal gesagt? Wenn du weißt, wer es ist, wirfst du mir ins Gesicht. Ich muss den Brunnen trinken, aber ich bin voll. Okay. Wir will nur sicher gehen. Ach übrigens, das Spiel hat auch in den Optionen den Göttermodus hier. In diesem Zustand bist du noch zäher und mit jedem Misserfolg steigt deine Zähigkeit. Das war mein Gamepad. Es ist wieder da. Okay, kannst auch wieder noch lenken. Aber ja, also, ne, da kann man sich auch wieder den Ich-will-einfach-nur-durchspielen-Modus anmachen. Aber bisher kriege ich ja auch so Upgrades. Within the sopping, blackest pits of Oceanus reside horrors that the greatest mortal or immortal poets could not possibly describe. Naja, Cthulhu. Geld scheinbar. Okay. Zeit wieder random ausgelöscht zu werden. Dumme Fischies. Ja, ja, ja. Pow. Oh, der Spuckende ist nochmal gefährlich. Aber die Fische sind auch ultra ätzend mit ihrer unendlichen Reichweite. Ich nehme alles zurück. Die Fallen sind schlimmer. Ah, die Fallen schubsen nur. Das nicht. Okay. Hast du die Fallen? Wenn wir durch meine Gegner prügeln. Geld. Knochen oder Plasma? Okay. Plasma-Zeit. Ich habe noch keinen Angriffszauber.
Aua, einfach direkt reingedasht sogar. Willst du mich verarschen? Aua. Ah, okay, du hast so einen Angriff. Wusste ich nicht. Aber schön, den kennenzulernen. Ich kriege jetzt die ganze Zeit eine Aktualisierung für mein Buch. Yo, was eine Auswahl. Oh, mehr Mana wäre schon schön, aber ich glaube, ich will mir erstmal mehr Abilities. Ich glaube nicht im Shop. Na, ich kann mir eh nur eine Sache leisten. Aber im Shop muss ich nicht kämpfen für. Okay. Ja, und ich habe sogar eine Wahl. Aber ich will Aphrodite. Ja. Man kreist schwächt, Gegner ist geschwächt. Bei 80% oder mehr Leben fügst du größeren Schaden zu. Oh, das würde ich gern geupgradet haben. Das wäre so gut mit dem anderen, dass ich immer voll geheilt bin. Grüßen. Be safe, Lord Charon. Aber einfach höflich spielen. Ist gut, dass es hier manchmal auch so andere Leute mit Shops gibt, wo ich nicht mit interagieren kann, aber es gibt sie. Upgraden. Okay. Chillt. Wieso waren die so aggressiv? Dann halt so. So, zeig dich, Krabbe. Muss scheinbar ja ganz taktisch hier rangehen. Wie auch immer da dein Stein zu mir geflogen ist. Ah, vielleicht wenn man den Panzer haut, während er da drin ist, dass der dann zuschlägt. Wirkt es zumindest gerade so. Hier, guck mal, 5% mehr Schaden kann ich mir nochmal geben. Und der Kettenblitz macht nur 10 Schaden. Der ist ja auch richtig kacke. Na gut, das kann sich halt sehr schnell hochstecken. Wahrscheinlich die Entladung und sonst was. Ja, gib mir mal Bonusschaden. Hier, mehr Aphrodite. Hat sogar Pfeile hoch drauf gehabt. Warum bin ich in einem Rockkonzert? Ach, das ist der Miniboss. Habe ich noch nicht realisiert, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo ich das hier sehe, ja. Habe ich noch Mana? Nö. Nein. Okay, ich muss aber nur ab und zu in Deckung gehen. Davor. Ja, nee, ich weiß ja nicht. Aber gut, wenn du damit besser schlafen kannst, dass der getroffen hat, dann hat der halt getroffen. Mach lieber deinen Schuss in 100 Richtungen. So, weg mit dem. Pischisch. Verarbeitet. Will ich 100% mehr Schaden im Nahkampf oder ein Blitz, der sich aufbaut und ich muss erst 180 Schaden machen und dann explodiert er? Ja, okay. Aphrodite. Danke für 100% mehr Schaden. That which slithers, seeps and crawls, all of it thrives within the foul air and crushing climate. Mein Gott, Homer, was hast du für ein Trauma mit dem Ort? The air is definitely stuffier down here. Der hat einfach ein Buch von der Cthulhu, wie heißt der Cthulhu-Autor? Ich weiß es nicht mehr, aber er hat ein Buch von dem gelesen und meint jetzt hier einfach alles so beschreiben zu müssen. Oh mein Gott, ich mach Schaden. Ich meine, die Viecher sind immer noch anstrengend, aber ich mach Schaden.
Aua. Das war trotzdem kein cooler Move. Oh, 200. Schwester? Warum bin ich markiert? Okay, danke. Ich bin aber reingelaufen, weil das wirkte so... Keine Ahnung, wie was das wirkte. Aber Kampfräume sind halt anstrengend. Allein diese dummen Schüsse. Ich kann mich nicht auf die Seepferdchen konzentrieren. Weil überall diese Laser sind, die ich ausweichen muss. Hab ich schon. Oh, ein Double Kill. Nice. Ich weiß nicht, ob ich 60% Leben habe. Kannst du mich um 5 AP heilen? She told me so herself and with, dare I say, more than a hint of pride. Though she's intent on testing you still? Naja, bin gut. She always said I can't beat Kronos if I can't beat her. And so we spar. I think she's gone easy on me to boost my confidence. Well, I can plainly see she failed. Gone easy. If there's one thing the Witch of the Crossroads hasn't ever done, it's that. Okay, dann haben wir die einfach vermöbelt. Gegner mit mindestens chancekritischen Treffer zu erleiden. Ich mache aber viele einzelne Schläge, mir bringen Krits nicht so viel. Falls dein durchdringender Pfeil auf Gegner ab, die durch deinen Bannkreis Schaden erlitten haben, nach einem Spurt fügen deine Omega-Aktionen 2 Sekunden lang größeren Schaden zu. Okay. Sprinten und dann Attack mache ich ja oft genug. Ich hier einmal eine kleine Heilung. Könnten wir uns nochmal extra Gegner holen, um da einen anderen... Aber Poseidon klingt gut. Plus 26, ich hatte genug Leben. Ey, wie schlecht kann ein USB-C-Kabel sein? Ich habe nicht mal gehört, dass es sich wieder verbunden hat, einfach damit sogar. So. Mein Gott, sind hier viele Gegner in dem Raum. Ich bräuchte irgendwas, was Mana regeneriert. Nein, hört bitte auf. Shit. Ah, okay. Ich dachte, der killt mich, der eine Dude, aber alles in Ordnung noch. Okay. Dann den. Und jetzt dich. Okay. Poseidon, bitte hilf mir. Wenn du einen Gegner mit Waffen triffst, kannst du eine Seelenblase erscheinen. Mana. Shoppen können wir uns leisten. Ja. Hier leben wir auch echt gut gewesen eigentlich. Ein Zeus. Boah, jetzt geben wir was Gutes, Junge. Wenn du Schaden erleidest, wird ein Gegner vom Blitz getroffen. Du hältst deinen Bannkreis gedrückt, um einen Zielort zu wählen. Gegner innerhalb des Kreises werden vom Blitz getroffen. Ich kann meinen Kreis gezielt platzieren. Und meine Spezialitäten. Ist nur Dreieck. Ja, machen wir das mit dem Bannkreis. Ich weiß ja nicht, Zeus. Ich habe schon bessere Sachen gesehen und jetzt muss ich hier gegen eine Band kämpfen. Hätte ich doch vielleicht mehr Leben nehmen sollen. Ja, schauen wir mal, was er jetzt zu sagen hat, wo er uns das zweite Mal sieht. Hallo. She came. Aber warum? I knew it. She's come back. You ready for another show, lady? We've been rehearsing our material, practicing non-stop, because one day I'm gonna be a star. Oh, me and the girls. Und die Mädels natürlich auch. What do your musical ambitions have to do with unprovoked acts of violence against me? She's just heckling us, gals. Ignore her and take it from the top. 2, 3, 4. Okay. Auf zu einem weiteren Lied.
Das ist schon cool. Ich will gefühlt schon gar nicht reden bei dem Bosskampf. Besonders, ich hasse es, wenn ich einen von denen ausschalte, hören die auch auf zu spielen. Aua. Ja, nee, brauch kein Laser, danke. Habe ich zweimal Damage bekommen? Keine Boxy Bear. Sorry. Ich weiß nicht, was diese Kugeln sind, die da rumfliegen. Aber ich fokusse sie hier. Wo kommen diese Bälle her? For real. Okay, hat auch ein Schild. Jetzt sind noch sie da. Nur noch der Bandleader. Besonders, wie cool es ist, dass auch ihr Lied gedämpft ist. Cool. Ja, nee, ich greife nicht an während dem Move. Jetzt. Ja, komm her. So mag ich dich. Oh, oh. Solo-Time! Ich weiß nicht, ob ich von der jemals ein Solo bekommen habe. Aber die macht die Flächeneffekte. Okay. Schnell durch. Die andere war mit ihrem Solo eh schlimmer drauf. Jetzt warten, bis der Effekt einschläft. Und jetzt durch. Oh mein Gott, als ob die nochmal hier ein paar Mal hin und her macht. Ein bisschen Heilung im Kampf wäre auch ein geiler Effekt. Au, 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 au. 10 Stunts einfach reinbekommen. Die kleben aber auch alle aufeinander. Nee, da gehe ich noch nicht hin. Kein Bock auf Gitarren-Action. Okay, sehr schön. Au, als ob jetzt so ein dummer Dash genau in der Sekunde mich reintrifft. Habe ich kein Mana? Doch. Down. Ich will nicht ertrinken. Okay, die hat sich selber gesprengt. Ich muss es nicht verstehen, oder? Wo kommen die Schüsse von oben her? Ich muss die Note loswerden. Hier, gegen die Säule. Das trifft never. Okay, und jetzt reinhalten. Jetzt wird sie die Band beschwören. Gleich. Jetzt ist Bandtime. Okay, Mana habe ich. Und jetzt einfach in sie reinhalten. Genau. Aber nur wer länger durchhält. Das habe ich verstanden. Huh. Vielen Dank für den Besuch meines Musicals. Diesmals mit 19 HP überlebt statt einem. Aber es gibt wenig Spiele, wo ich meinen Controller so fest drücke wie bei dieses hier. Zeit, meinen Hundi wieder mal zu besuchen. Hui. Oh, es braucht so viel Heilung, dass ich das wieder bekomme. Die Heilung. 60%. Ja, noch ein bisschen auf jeden Fall. Noch eine Heilung oder so und dann könnte ich sogar echt gut klarkommen. Within a green-tinged chamber that the shrilly singing sirens made their own. A pathway plunges deep into the unknown outskirts of the underworld. Of the underworld. So this is Skiller's little lair, huh? Jo, klar, hä? Als ob du es nicht erkannt hast. Und rein da. Die Trauergefilde. Nicht das werden. Kann man da mit jemandem reden? Weiß es nicht.
Scheinbar nicht. Okay, wie war die erste Ebene davon? Waren da schon Gegner? Oder war das erste aber noch nur leer? Muss auf jeden Fall goldenen Blättern folgen, hieß es ja immer. Das mache ich schon mal nicht. Ich mag das Leuchten auf dem Kopf. Okay, da bist du und schwächst. Ja, es ist wenigstens später im Run. You again. What? Are you concerned my task just isn't difficult enough? Going a bit too swimmingly? Actually, yes, I was a little worried about that. You got past the sirens. What next? You go kill Kronos and then what? Come on, babe. Let's not do anything rash. Bye now. Tschüss. Oh, great. Okay, ich stand auch da vor dem weiter Weg. Ja, ich glaube, die müssen wir mitnehmen erstmal. Heilung und so ein Dings. Ist da anderes, was ich zur Wahl habe? Glaube noch nicht. Cool. So was mag ich, wenn man so sinnlos die Felder dahinter gucken kann. Okay. Bäumelein kaputt gemacht. Folgen wir den Blüten. Okay, die haben irgendwie rausgeführt. Gibt es hier irgendwie Gegner? Zweig wiederbeleben? Zeigt mir sogar, wo die Sachen sind dann. Zeig mir sogar, dass da hinten gratis was ist. 10 mehr Mana. Muss aufpassen mit dem Porten. Ich muss mich schön hinter den Stein porten. Sonst... Thaddeus! Was zur Hölle? Er ist auf eine Millisekunde nicht gehauen und dann schon 12 Schaden. Ah, das finde ich auch dämlich. Ich meine, ja, es gibt Sinn, aber das macht doch nicht, dass der einfach so instant 12 Schaden macht. Der hat sich nicht nur bewegt. So, weg mit euch. Danke, danke, danke. Holen wir uns jetzt mal mehr Leben. Achso, das waren diese Ballerbäume. Ja, cool. Sehr schön. Und jetzt noch zu dir. Dankeschön. Aber trotzdem nur Hälfte leben. Wie viele Mana-Bälle aus dem Gegner rauskommen, wenn ich da so ein bisschen rauf einprügel. So, und noch das hier. Ich habe trotzdem noch echt wenige Sachen, ne? Ich weiß immer noch gar nicht, was die Wölfe überhaupt machen. Ich weiß nur, dass ich mal viel Schaden bekommen habe und das fand ich scheiße. Der wirkt ja voll in Ordnung. Ich mache halt nur ihre Sprünge. Warum? Ah, die Köpfe können irgendwie explodieren. Und öfter... Ah, die können öfter zubeißen. Mana aufheben, das da machen. Zeuskreis. Was macht der Zeuskreis? Ich kann den platzieren, ja. Und dann macht er 50 Schaden. Was ist das? Ja, schon 50 Schaden, nehme ich an. Ja, okay. Die Schaden und langsamer bewegen. Ja, okay, sollte ich schon mehr nutzen. Selber schuld, wenn ich hier Schaden kriege. So, was können wir upgraden? Bitte was Gutes, bitte was Gutes. 25% mehr Schaden. Ja.
Oh, hat da was geblinkt? Was bist du für ein Gebäude? Hallo? Ich habe das ganz genau gesehen, dass du auch geblinkt hast. Aber ich weiß nicht warum. Ja, finden wir wohl mal anders raus, würde ich sagen, weil... Ja. Mehr Optionen habe ich nicht. Außer gegen die Tür hauen. Eine Ability. Oder mehr Mana und was upgraden. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Komm, gib mir eine Ability. War das doch ein Boss? Hab ich gesehen. Das ändert die Lage ein bisschen. War eigentlich nur ein bisschen. Ich muss nur aufpassen, wo er ist und dann... Ja, mein Zauber geht extra hinter die Gegner. Warum bin ich gerade vor ihm gelandet damit? Ich muss mich schon auf sowas verlassen können. Na, ich weiß ja nicht. Da war jetzt sehr viel Bullshit. Schade um den Run. Ja, okay. Okay, ist weg. So, hinter dich. Ich bin so oft gedasht. Okay. Aber durch. Ich bin einfach eh tot, egal was passiert. Doppelte Ressourcen wäre echt stark am Anfang von einem Run. Sprinti! Hui! Reden. Wer auch immer hier mit mir reden will, gerne. Ich bin für alle Gespräche zu haben. Hallo? Nicht in dem riesigen Blutpool? Ach, er. Nee, du bist nicht Narziss. Wer bist du? Okay, die wiederholt mich nur. Was ist los mit dir? That makes two of us. What ails you, Shade? Is there something I could do to ease your burden? I could ease your burden. Your burden. Your burden. Sag einfach, I'm happy und dann wiederholt dies und Happy End. Deine Ausweichchance steigt um 50%, dieser Bonus sinkt bei jedem Ausweich um 2%. Du manifestierst dir, kopierst eine Kopie deiner letzte erhaltenen Belohnung. Wird eine zufällige Gabe aus der letzten Nacht. Für dich, für dich, für dich. Gib acht, gib acht, gib acht. Bleib stark, bleib stark, bleib stark. Das Ausweichen würde meine Überlebenschance steigern, aber ich krieg den Hund doch nicht kaputt. Ja, ich gebe acht. I don't know who you are, but thanks. Dankeschön. Hast du auch einen Heilbrunnen oder so? Can't get through. Da kriege ich nochmal Heilung. Da drei Segen. Auch viel, aber nee, wir gehen in Richtung mehr HP. Plus 4 HP. Okay, wir folgen dem Zeug. Aphrodite, hallo, guten Tag. Noch einer. Triple Thaddeus. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Nee, der rollt mich gleich kaputt. Und die rollen auch in die Dornen rein? Really? Ja, aber nicht absichtlich, okay. Ja, jetzt. Okay. Okay. Bisschen Mana, dankeschön. Die Thaddeus sind besiegt. Da ist der Baum. So, markier mir, was es hier gibt. Pommes! Let's go. Oh mein Gott, ja. Mein Leben ist wieder auf 50 oben einfach. So, kein Mana mehr.
Aber die können wir wegprügeln. So, erstmal mehr Leben. Was kriegen wir für die... Ah, die Boxgeister. Von denen man einfach Abstand halten will. Okay. Aber auch gut mit dem einen Rücken reinporten. Vielleicht bin ich für die gemacht. Wäre mein Mana nicht leer. So. Mir gefällt nicht, dass da ein Zauber in dem war, aber hat scheinbar nicht gestört. Mein Gott. Und 15 Bomben direkt auf einen geworfen. Ja, ich glaube, ich spam aber ein bisschen auf Nummer sicher. Das da in die rein. Einfach alle schön stacken und Blitze reinspammen. Aua, und in Dorn reinlaufen. Na, ganz ehrlich, die Dorn tun nicht so weh wie alles, was die da machen. Bisschen anstrengend ist alles. Nur ganz leicht. So, jetzt haben wir das da weg. Dann kann ich da einmal schön reindashen. Zweimal. Nice. So viel mehr Damage in der Nähe, ne? Aber die halten auch mittlerweile aus. Leered up. Sehr schön. So, nur noch zwei Stück muss ich schaffen. Ja, und jetzt erstmal das Upgrade für Damage. Was hat ja Priorität dann? Okay, die komischen Herzwerfer. Und Hundis. Sehr viele Hundis. Haben wir irgendwas Größeres? Was haben wir noch? Ah, das sind nur die Hunde, die größeren. Okay. Ich muss halt leider so vorsichtig spielen. Aua, der hat mich ein Hund gebissen. Hui, hui. Genau das will ich auch machen, um Mana zu bekommen. Aber an euch. Danke. Danke. Zweimal Mana. Einmal den ein bisschen vermöbeln. Dankeschön. Und mit meinem Wasser dahin sprinten. Hallo, was hast du für mich? Spezialitäten fügen mehr Schaden zu. Dreieck betätigt sich nicht ein. Bannkreis macht Schwäche, ist geil. Beim Betreten eines Gebiets reservierst du 20 Mal, um deinem Angriff und Macht zu verleihen. Und auf deinen verursachten Schaden. Ich kann weniger Mana aber gleichzeitig halten. Hm. Ist ganz nett. Wir machen weniger Schaden. Ja, komm, ich mach einfach zack, mich stärker. Bei 50 meines Manas reserviert ist es mir egal. Ich will es einfach nur generell einsetzen dürfen. Das reicht mir schon. Ob ich das im Kampf auffülle oder nicht, kriege ich alles hin. Mit Schild? Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, da war wieder so ein Schattenviech. Ja. Das finde ich ja ungeil. Besonders mit den Medusen da, mit den drei Stück oder wie viele es sind. So. Aus dem Weg. Kann ich den Zauber überhaupt noch aufladen? Ja, kann ich. Dann sollte ich das machen für Damage. Explodiert doch trotzdem noch mit Schaden am Ende, oder? Ja. Okay. Neue Strat. Teleportkreis ist mein DPS-Meter scheinbar. Okay.
Und dann stirbt er aber instant, der eine Dude, den ich hau. Hallo? Wie viele Strahlen können einen verfolgen? Nur eine kleine Quizfrage. Weil ich sehe da echt viele mittlerweile. Und ich habe keinen Mana und ich weiche einfach nur einer riesigen Wolke aus. Ich sehe die halt nicht, die Angriffe. So, die habe ich gesehen. Ja, schön. Mit schön Schaden machen die Explosion, ja. Da ist auch dieser dumme Blob. Schön. Und weg mit dir. Puh, was eine Geburt. Dankeschön. Ich weiß nicht, wofür ich mir diesen Kampf überhaupt liefere. Oh, Kirche hat mich wieder gerufen. Schön. Ist ja der Lichtstrahl nochmal wo irgendwo hingeflogen? Ich weiß es nicht. Einmal Händler kriegen wir noch. Okay. Das klingt gut. Wenn ich eine kleine Heilung da kriege. Wie so sieht, dass der Hund durchgestopft ist. Guten Tag, haben Sie eine Heilung? Random Aufwertung. Oder nochmal eine Ability. Warum hast du nicht... The underworld's pulsing, winding river Styx cuts through the edges of the sorrow spreading fields, connecting to the depths of Tartarus below. Mhm. This truly is the Styx. Then I'm so close. Vielleicht habe ich schon durch die vier regeneriertes Leben durch Ebene wechseln genug, dass ich mich voll heile. Wir kaufen mal das. Dein Bannkreis zieht Gegner zu sich und schwächt sie krasser. Ja. Der Liebeszirkel. Besonders der Zeus-Liebeszirkel, den ich auf den Gegner teleportieren kann. Cool. Schöne Grüße. Und wir gehen scheinbar zu Hundi und lassen uns zerfleischen. Ja, ich wüsste sonst nicht, was ich hier irgendwie ausretten sollte. Außer in Dorn noch reinzulaufen. Okay. Plus zwei, schade. Ich wurde nicht voll geil. Na, nicht heute. Aber der Wille zählt oder so. Kann man sich zu dem hin teleportieren? Ja. Na, ich. Also manchmal. Ich werde manchmal so mad, wenn ich da so sehe, wie ich irgendwie. Irgendwie so random von der Schockwelle einfach mit erwischt werde, wo ich nicht mal bin. Und dann trifft mich das nicht, wo ich in ihm drin stehe. Hä, und das auch nicht. Na gut, meine Haut ist einfach generell Tabuzon. Sein Körper. Ja, das ist auch eh alles egal, weil das Schlimme kommt erst noch. So, müssen wir ein bisschen rennen. Genau. Nee. Vielen Dank, Herr Hund. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Ausweiche ich noch habe, die random passieren können. Oh, du hast eine ordentliche Menge an Gegnern beschworen. An die erinnere ich mich nicht beim letzten Mal. Aber, naja. Ist auch alles schon eine Weile her. Ja, warte, ich krieg einige Dodges, glaube ich, gerade rein. Was passiert? Da wurde gerade meine Seele angesaugt. Auf, Hundi. Mach nur die netten... Aua, Liebeszauber auf dich.
finde es gut auch, wie die kleinen Gegner, die verfehlen alle, egal was sie machen. Aber der Hund, der trifft jeden Schlag bisher. Oh mein Gott. So gefährlich, an den überhaupt ranzugehen. Und jetzt fängt er erst die schlimme Phase an, wo der sich anfängt zu bewegen. Ja. Hundi, ja. Das bist du nicht. Ja. Das ist schön. Ich wünsche, es würde mich irgendwie heilen, die einfach alle zu besiegen, aber leider nein. Der Hundi kehrt zurück. Und jetzt kann sich Hundi bewegen. Und AOE machen. Und schreien. Und Feuer spucken. Stimmt, das war ja auch noch dabei. Ah! Soll ich jetzt nur noch so angreifen oder was mache ich da bei so einem Hundi? Jetzt darf ich aber kurz, oder? Mein Teleport hat nicht funktioniert. Okay. Natürlich kommt das. Wie schaffe ich Phase 2 von dem? 3, 4, 5. Aua. Und jedes macht 30 Schaden. Aua, dieser Hund tut so weh. Dieser Hund haut so rein. Oh, aber endlich ist es vorbei. Ey, aber nur noch 40 Minuten, um mein Leben zu kämpfen die ganze Zeit. Ah. Hallo, Froschi. Schön, dass du wieder da bist. Ich war wirklich. Komm her, du kleine Bug. Ja. Puh, das hat geholfen. You Hallo. Have returned. Dora, couldn't help but notice that my jar collection wasn't sorted properly. I would never store fungus with herbs. Are you trying to subtly drive me mad? No. Although now that you put it that way, maybe in the future, yes. I was working on minor possessions and your mushroom bottle kind of slipped. So I put it back. You put it incorrectly back. I... just tell me of such things next time, would you? Maybe I will. Maybe I won't. Okay. Danke, Sassy-Geist. Ja, wir reden auf jeden Fall hier noch mit allen. Weil ich will ja nicht ein Part anfangen und dann hier Gespräche führen. Schauen wir mal, was hier abgeht. The last wheel of the three fates, those reclusive determiners of all that is to come, is now under the Princess of the Underworld's care. Mhm. With their aid, we may have a chance. Habe ich... Oh mein Gott, neue Quests. A prophecy concerning doom. I have to find Lord Moros once again and call him here. Okay, ja. Wird gemacht. Jägerin habe ich getroffen, Boot noch nicht. 10 Zauberformeln am Kessel habe ich noch nicht. Das muss ich auch noch upgraden. Und da habe ich erst 23 von 30 Seiten. Okay. Eine Quest immer noch nur fertig. Peace. Salutations. Oh, der freut sich. Okay, kein Peace. Normales Gespräch. Was können wir heute brauen? Ach, guck mal, da kann ich ihn jetzt beschwören, wenn ich meinen Nachtschatten habe und 3 Schicksalsgewebe. Okay. Enthülle die verborgenen Elemente der göttlichen Gaben. Die Götter werden dir fortan elementare Gaben schenken. Ich verstehe nicht, was da steht, aber es kostet nur 5 Psyche, also ja. Götter schenken mir was. Elemental essences, my victory. Sehr schön. Und braun. Vergiss mein nicht. Trainiere dein Gedächtnis auf dein Rezept und drücke 3, um auf einen Blick zu sehen, welche Ressourcen du benötigst. Was für Rezepte? Ressourcen? Was? Ich habe glaube ich noch nie was gecraftet, aber danke. Jetzt muss ich mir nichts mehr merken. So, und dann brauche ich nur noch die Sache, um den zu rufen. Und das ist fertig. Bewundern. Okay. Muss mal dran riechen. Jetzt bräuchte ich neue Samen, um was zu pflanzen.
Du? Okay. Ich rede aber jedes Mal mit ihm. Vielleicht wacht er so auf. Hab schon merkwürdige Dinge gesehen. Oh. Nemesis hat zu tun. Der hat ein bisschen Schiss, der Junge. 70 Stück. Ein Schicksalsgewebe. Dankeschön. Aber ich brauche scheinbar ja 3. Was geht bei dir? Hallo Mama. At the edge of the morning fields, I face some sort of dark, infernal beast. 3 monstrous canine maws, bellowing with fury and sorrow. It was my father's... my family's old dog, wasn't it? Ja. Through Odysseus, we have a few reports about a creature fitting that description, more or less. Cerberus was red in hue, as blood. Nevertheless, a stay within the fields could have transformative effects. Wretched thing, torn from its home. Ja, wir müssen wieder herholen, Hundi, hallo? He doesn't seem to know who I am. Whether because it's been too long or there's too much on his mind. Minds? But I felt a flash of recognition. He isn't too far gone. War das das gerade im Kampf? Wo sie sagte, oh, was war das? The nature of a beast can never change. Like us, however, they at times must fight the demons that torment them. A battle in which you can assist. Trust your training. Perhaps he can yet shake the spell that's overtaken him. Vielleicht muss ich echt den Fluch brechen, anstatt ihn zu bekämpfen. I'm certain that he can. Weil der Junge macht, also die letzte Phase da, man kann sie schaffen. Ist nicht so, als wäre es gar keine Openings da, aber holy shit, haut der rein an der Stelle. Ansonsten schaffe ich es halt früher oder später, wenn ich genug Upgrades hole. Weil ich bin nie ein Fan davon, wenn das Spiel sagt, ja, spiel noch 23 Runden, dann darfst du gewinnen. Weil vorher darfst du nicht zu gut sein. Ich meine, Skill-Issue trotzdem noch, aber ja, nee, keine Ahnung, ich will nicht so, Dead Cells ist bestes Beispiel. Das will gefühlt, dass man 200 Runs spielt, um die ganzen Waffen freizuschalten, weil man die alle einzeln kaufen muss mit so einer Währung, die selten droppt. So langweilig für mich. Andere Leute mögen's, aber ja, jeder mag ja eigene Sachen. Die Tochter des Totengottes wird 3 verschiedene Vergissmeinnicht erledigen, indem sie Ressourcen findet, die sie sich eingeprägt hat. Okay. Ganz sicher. Kann ich hier mir eine Ressource einprägen? Ja, kann ich. Ah, das heißt, es ist die Ressourcen, kann ich mir anpinnen. Hallo, Odysseus. Has life have laid down at the bottom of the sea? All sorts of nastiness lurking there, that the reports make clear. Das ist eine Band. You'd win that wager handily. The worst of them has to be the sea monstrous called Skilla and a siren friends. They have this ridiculous act. What, Skilla's still around? The sirens, no less? It's a wonder you made it back. Well, please tell me you didn't listen to a word they sang. Natürlich kennt er die. Oh, I heard an earful. Aber er ist kein Fan. Okay. So, jetzt haben wir noch den unteren Raum und dann sind wir fertig. Mit Nerven und für heute. Strength and wisdom of my predecessors. Upgraden wir hier drüben. I see it now. Dann sollte eine Quest an der Tafel fertig sein. Und jetzt holen wir uns das Upgrade, was das hier besser macht. Der Kentaur. Dein Bandkreis explodiert mit plus 50 Macht, also 55 Schaden wahrscheinlich. Du fügst Gegner mindestens 2 Flucheffekten plus 25% Schaden zu. Ah. Wenn man so ein Fluchbild hat. No use. Wie, no use? Diese Arcana verbraucht 0 und wird automatisch aktiviert, wenn ihre Bedingungen erfüllt sind. Also die ist Ambach. I can't. Automatisch an, heißt das, oder? Ich muss die nicht anklicken. Wir machen mal das hier an. Genau, aber damit noch eine Reihe hier aufploppt. Oh, guck mal, das ist sogar nochmal ein Null-Ding. Beginnst die Nacht mit 2 davon. Aktivier alle umliegenden Arcana. Ah, okay, ist dann doch eine krassere Bedingung. Aber hey, kann ich mir sogar leisten, diese Ding. Auch wenn ich es gar nicht haben will. Aber, ja, sonst spricht mich gar nichts davon an, ehrlich gesagt. Also, ja, haben wir wohl das. Ready.
What secrets within? Was fehlt für die Schattenflammen? Ach, eine Glut habe ich ja gerade ausgegeben. Okay, aber theoretisch haben wir die Mondsteinaxt. Langsame Angriffe, okay. Fernkampfangriffe. Beides stark. Ja, warten wir mal darauf dann. Beim nächsten Mal können wir die Axt spielen. Ich habe kein Wort verstanden gerade von dem Skelett-Dude. Als ob ein Raum fehlt. Was habe ich von der Spinne bekommen? Du hast plus 20 Rüstungen. Solange du mindestens über eine Rüstung verfügst, erhältst du nach jedem Gebiet plus 2 Rüstungen. Geil. Das ist richtig gut. Man muss mal gucken, was die anderen noch haben. Ich habe gehofft, dass die was mit Rüstung macht, weil die verkauft ja auch einfach Rüstungen. Und umso mehr Rüstung ich habe, umso länger halten auch ihre Rüstungen, die ich von ihr bekomme. Und die scheinen ja nur im ersten Gebiet Rüstungen zu verkaufen. So irgendwelche so Bedingungen gibt, wo man die Rüstung mal bis zu irgendeinem Gebiet mitbringen muss oder so. Naja, mit genug Upgrades wird man ja stark. Aber gut, dann lade ich erstmal die Folgen hoch. Und gib die Quest noch ab, natürlich. Belohnung, 2 Seeds. Habe ich 2 Belohnungen erfüllt? Oh. Stimmt, 10 Zauber im Kessel habe ich auch. Doppelt fleißig bin ich. Immer noch eine Umkleide, damit ich die verschiedenen Farben, die ich so gefunden habe, benutzen kann. Wer bist du? Hallo? Death to Kronos, sir. He'll get his. Warum steht er mal im Feld? Grow strong. Oh, what have we there? Meine Pflanzen. Grow and thrive. Ja, die wachsen da. Und euch. You two, please keep an eye on things while I'm away. So lange bis die erwachen. Habe ich hier doch einen Hundi. Ja. Jetzt haben wir's. Was ein Abenteuer. Aber hey, die Runs wurden noch anstrengend, immerhin. The modestly appointed tent of fierce Princess Melenui nonetheless is dutifully organized and immaculately clean. I won't live in squalor. Ja. Gute Entscheidung. Well, that was a decidedly unhappy place, wasn't it? So, nochmal Frosch gestreichelt. Und ich würde sagen, ab ins Hauptmenü. Das war eine weitere Folge Hades. Es ist 3 Uhr nachts, falls ich schon ein bisschen müde klinge. Sorry, aber yo. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns bei den nächsten Folgen wieder, wenn wir weiter sterben. das sind unsere Goals scheinbar gerade. Aber hey, wir haben dieses zweite Mal die komische Truller getroffen, die mir auch plus 20% Schaden gegeben hat, den ich kriege. Also heißt, die haben wir wieder weiter nach hinten vertrieben. Vielleicht ist sie jetzt erst nach dem Hund oder so wieder unterwegs. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.